Mir war nicht bewusst, dass die Kleinkids mich so gut kennen. Michael Patrick Kelly reagiert auf Generation Alpha. Wisst ihr, wer das ist? Das ist Michael Patrick Kelly. Könnt ihr mal ein Bild von früher von ihm zeigen? Aber natürlich. Oh mein Gott. Hat die so Haare wie du? Ja, genau. Da hat er lange Haare. Da war er noch, das sah noch besser aus. Das habe ich nicht gesagt. Der hat eine schöne Stimme. Eher eine Mädchenstimme. Eine Mädchenstimme? Ja. Als ich früher zum Beispiel in öffentlichen Toiletten pinkeln gehen wollte, dann haben die Typen oft gedacht, dass ich ein Mädchen bin und gesagt, nee, du bist ja falsch, du musst nebenan zu den Mädels. Also es war wirklich manchmal echt lustig. Würdet ihr lieber als Solokünstler oder in einer Band mit eurer Familie Musik machen? Band mit meiner Familie. Auch. Wenn man allein um die Welt reist, dann hat man vielleicht schon mal Heimweh nach der Familie. Halt mit der Familie wir schon ein bisschen. Das gebe ich zu. Wie viele Geschwister seid ihr? Also wir sind noch zu zweit. Zu zweit. Jetzt stellt euch vor, ihr habt noch 7 weitere Geschwister. Und jetzt seid ihr alle in einer Band und jeder will seinen Song spielen. Da gibt's nur Streit, oder? Ja. Nein, aber es war schön, aber es war auch chaotisch. War ein bisschen crazy. Aber ja, es war eine tolle Zeit. Heute kann ich alles selber entscheiden. Klingt toll. Ein Wildschwein? Hätte ich ein Gewehr da, hätte ich Hof gemacht und würde es zum Abendessen Wildschwein geben. Oh. Ja, ihr Vater ist Jäger. Jäger, also sie ist kein Veganer. Nein, ich bin aber Vegetarierin. Du bist Vegetarierin, ja? Mhm. Es ist kein Wildschwein, es ist ein Hängebauchschwein. Und das Hängebauchschwein heißt Elvira. Und Elvira, die war richtig zickig. Also die hat mich 2-mal gebissen, das sieht man auch im Video. Und jetzt halte ich fest, dann hat die noch in dem Videostudio gepinkelt. Und dann mussten wir alles aufräumen und das war nicht lustig. Also Elvira ist eine kleine Diva. Beautiful Madness, das bedeutet schöner Wahnsinn. Was ist das Verrückteste, was euch je passiert ist? Vielleicht, wo ich das erste Mal bei Generation Alpha gedreht habe. Ich habe ganz schön viele verrückte Sachen erlebt. Ich kriege auch manchmal so verrückte Geschenke. Man hat mich so gefragt, ob ich Haustiere habe. Und dann habe ich in einem Interview erzählt, ja, ich würde eines Tages gerne so einen Leguan als Haustier haben. So einfach so aus Spaß. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich nach einem Konzert irgendwann in der Garderobe so einen Korb gesehen und dachte so, hä, was ist denn da drin? Ich mache auf und dann sehe ich einen echten Leguan und der hat auch wirklich geatmet. Und dann habe ich den dem Kölner Zoo geschenkt, weil so ein Leguan braucht ja ein Aquarium und ganz bestimmtes Essen und so. Und heute ist er, glaube ich, 3 Meter lang. Und wenn ihr mal in Köln seid, dann müsst ihr zum Zoo gehen und gucken, wo ist denn der Leguan von Michael Patrick Kelly. Ich habe auch in einem Zoo in Rostock habe ich Pinguine als Paten. Also bin ich Patentante von Pinguinen. Ich bin hier in Karlsruhe von Robben Paten. Habt ihr noch Fragen an Michael Patrick Kelly? Wieso hast du so eine schöne Stimme, Michael Patrick Kelly? Das ist aber eine schwierige Frage. Also, ja, für meine Stimme kann ich ehrlich gesagt nichts. Also man hat halt die Stimme, die man hat, aber man kann natürlich sich anstrengen, um gut zu singen. Und ich gebe mein Bestes. Also vielen Dank fürs Kompliment. Wieso hast du plötzlich alleine Lieder gemacht? Die ersten 27 Jahre meines Lebens habe ich mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern Musik gemacht. Dann war ich 6 Jahre im Kloster und habe was ganz anderes gemacht. Und dann habe ich für mich so beschlossen, okay, jetzt möchte ich wieder Musik machen, aber dann alleine. Weil es mir wichtig war, mehr Songs auf ein Album zu packen als nur 1, 2, maximal 3. Und früher habe ich vielleicht 1, 2 Songs gekriegt und heute kann ich ein ganzes Album voller Songs packen. Wie fandest du es eigentlich, als du als Kind so berühmt warst und erfolgreich? Ich hatte meinen allerersten Auftritt, als ich 10 Tage alt war. Meine Mama hatte mich im Arm und das war so eine TV-Show, so wie hier. Und sie wollte mich nicht so in der Garderobe mit irgendwelchen Babysittern zurücklassen, die sie nicht kannte. Das heißt, ich bin quasi auf der Bühne groß geworden. Und die Bühne war für mich immer so mein Spielplatz. Ich habe es wirklich sehr genossen. Ich habe es geliebt, einfach zu singen oder irgendwelche Jokes zu machen, um die Leute zum Lachen zu bringen. Und ich glaube, ich werde, bis ich ganz, ganz alt bin, auch auf der Bühne weitermachen. Mir war nicht bewusst, dass die Kleinkids mich so gut kennen. Also, dass so die, vielleicht die Teenies, die Twins, die über 30- und über 40-Jährige
Leute mich kennen, aber so, dass die Kids in eurem Alter mich kennen, das finde ich voll cool. Hey Leute, gebt einen Daumen hoch für diese coolen Kids, Generation Alpha. Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann abonniert bitte unseren Kanal. Do it.